Jetzt wird es spannend. Wir schauen uns die Physikbausteine von Pocket Code an, die uns eine Reihe von Möglichkeiten bieten. Mit diesen Bausteinen können wir Kollisionen machen oder auch Objekte mit Hilfe der Schwerkraft steuern. Schauen wir uns das an einem einfachen Beispiel an. Wir erzeugen ein neues Objekt in Form eines Balles. Dieser Ball soll sich nun so wie ein Ball in der Realität verhalten. Wenn wir den Ball loslassen, soll er hinunterfallen. Dazu müssen wir ihn als physikalisches Objekt definieren. Das können wir mit Hilfe des Bausteines Sätze Bewegungstyp auf Aufprall mit Gravitation. Wenn wir unser Programm starten, sehen wir, dass der Ball nun langsam hinunterfällt. Damit er vom Rand abprallt, brauchen wir eine Schleife sowie den Pralle vom Rand ab Baustein. Wir haben nun einen Ball, der hinunterfällt und am Rand auf und ab springt. Dies passiert allerdings sehr langsam, aber das können wir leicht ändern, indem wir einfach die Schwerkraft stärker einstellen. Dazu brauchen wir den Baustein Setze Gravitation für alle Objekte auf. Wenn wir zum Beispiel den Wert bei y größer machen, dann fällt unser Objekt auch schneller hinunter. Was passiert, wenn wir den y-Wert auf 0 setzen und bei x einen Wert eingeben? Genau, dann wirkt die Schwerkraft nicht nach unten, sondern auf die Seite. Wir können unser Objekt auch mit Hilfe der Schwerkraft steuern. Dazu nehmen wir als Werte die Werte von den Neigungssensoren . Natürlich müssen wir dann den Baustein in die wiederholte Fortlaufenschleife setzen, da wir ständig die Werte messen müssen. Siehe da, je nachdem wie wir unser Smartphone halten, der Ball will ständig zum Boden fallen. Durch Multiplikation der Sensorenwerte können wir die Sensoren noch verstärken. Der Ball reagiert nun schneller und stärker auf eine Veränderung der Neigung. Beachte, dass die Schwerkraft für alle Objekte gilt. Wenn wir also noch ein zweites physikalisches Objekt haben, das als Bewegungstyp Aufprallen mit Gravitation hat, dann verhält sich dieses gleich wie das erste.